Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin der Egon Zorn und begrüße euch recht herzlich zur 7. Ausgabe von Let's Probier Civilization 5 auf Gottheit zu schlagen. Ich werde aber diese Folge noch hochladen und dann ab und zu vielleicht mal versuchen, das Spiel auf Gottheit zu schlagen, aber ich glaube, das hat keinen Sinn. Ich habe mal im Civ Fanatics Forum nachgeschaut. Dort tummeln sich praktisch die Civilization-Profis und seit dem Update hat es keiner geschafft, das Spiel auf einer größeren Karte als Duell zu gewinnen. Außer einer, der mit Arabien auf einer, ich muss gerade mal gucken, auf einer großen Map einen Diplomatie-Sieg errungen hat. Aber das ist mir zu anstrengend. Von daher, jetzt machen wir noch einmal Just for Fun Attila, denn den hatten wir noch nicht. Und Attila kann ja mit seinem Rambock und seinem berittenen Bogenschützen schon sehr früh sehr viel Schaden anrichten. Plus 1 Produktion pro Weide merken wir uns. Also wenn er in der Nähe von Rindern oder aber auch Pferden spawnt, ist uns das sehr recht. Wir nehmen wieder Pangea, Winzig, Gottheit und speichern Beförderung, Sozialpolitiken. 3 Computergegner. Wenn wir einen davon nur zerstören, ist das schon ein Riesenerfolg. Ich bin kurz ruhig und wir hören uns dann an, was Attila so alles gemacht hat. Eure Männer grüßen euch voller Stolz, großer Attila, begnadeter Krieger und Herrscher des Reichs der Hunnen. Gemeinsam mit eurem Bruder Bleda habt ihr die Grenzen eures Reiches ausgedehnt und seid zu einer der mächtigsten und furchteinflößendsten Nationen des 5. Jahrhunderts geworden. Ihr habt den oströmischen Kaisern euren Willen aufgezwungen und Königreich um Königreich entlang der Donau und der Nischawa erobert. Als souveräner Herrscher der Hunnen seid ihr mit euren Armeen quer durch Europa nach Gallien marschiert, um euer bereits beeindruckendes Territorium bis zum Atlantischen Ozean auszudehnen. Euer unerwarteter Tod führte schnell zum Zerfall und dem Untergang eures Reiches. Aber euer Name und eure Taten sind das ewige Erbe eures Volkes. Werdet ihr eine Zivilisation erschaffen, die den Test der Zeit überdauern wird? Ja, schau mal. Das erste, was ich mache, ist speichern. Attila, das nennen wir dann einfach LP Attila Gottheit. Speichern. Und ich habe die DLCs bis auf Korea wieder alle eingeschaltet. Denn Attila ist ja, glaube ich, ein DLC. Also bis auf Korea, was ja kostenpflichtig war, habe ich sonst nie irgendwie bezahlt für einen, für eine Civ. Von daher glaube ich, dass das funktionieren müsste. Ich hoffe es mal. Ich werde das Savegame wieder hochladen, damit ihr es nachspielen könnt. Und sehen, dass es gar nicht so einfach ist. Okay. Wahrscheinlich werden wir es zweimal spielen. Das erste Mal nur, um mit der Map vertraut zu werden. Hier haben wir die Frage, auf den Hügel oder aber am Fluss bleiben. Und da ist es mir auf jeden Fall wichtiger, am Fluss zu bleiben. Denn wenn wir auf den Hügel gehen, sind wir nicht am Fluss und können dann später kein Wasserrad bauen. Oder wie das heißt. Wir bauen zuerst das Monument und erforschen den Bergbau, denn den brauchen wir für die Steine, für den Marmor und für den Berg hier. Danach kommt der Kalender, um dreierlei Zucker zu bekommen. Das ist eine gar nicht mal so schlechte Startposition, muss ich sagen. Apropos Start, was sollte man machen, wenn man anfängt, ein Let's Play aufzunehmen? Genau, die Uhr anstellen. Das lustige Egonson-Trinkspiel, jedes Mal, wenn Egonson die Uhr während dem Let's Play anstellt, muss man eine Cola trinken. Ja, ich mag keine Cola, von daher ist das tatsächlich ein lustiges Spiel für mich. Was heißt, ich mag keine Cola? Also, nee, doch, ich mag keine Cola. No, da gibt's kein Aber. Oda von Japan hat uns entdeckt, das heißt, er müsste irgendwo in der Nähe sein, dafür haben wir Ruinen entdeckt und bekommen sie auch. Bekommen 100 Gold dafür, das bringt uns schon mal weiter. Wir erforschen kreisförmig wie immer um unsere Hauptstadt herum die Umgebung, um zu gucken, was es denn da so alles gibt. Hierfür brauchen wir die Steinmetzkunst, die nehmen wir auch gleich. Wer weiß, ob wir nicht zufällig ganz schnell an ganz viel Geld kommen. Und zack, ist der Bauarbeiter da.
Nächste Runde. Hier dürfte es eigentlich nur Wälder geben, aber wir können ja so ganz einfach gucken, ob es das denn auch so ist. Ja, Dschungel und... Oh ja, hier sind noch zwei Weiden. Okay. Hier drüben ist ein Stadtstaat. Da kommst du eigentlich schon relativ schnell hin. Dann mach das auch, während du hier rüber gehst. Die erste Sozialpolitik ist da. Dann probieren wir es diesmal wieder mit der Unabhängigkeit. Wobei Ehre eigentlich schon besser wäre, denn wir wollen früh angreifen. Aber so früh nun auch wieder nicht. Und mit der Unabhängigkeit bekommen wir auch den Kulturbonus, was uns ja dann wieder schneller zur Ehre bringt. Dann haben wir... Bedarf es auf jeden Fall einem Krieger, denn, wie wir alle wissen, gibt es da in der Nähe auf jeden Fall... Vor allem, also wenn Japan so nah ist, dann dauert das... keine 10 Runden, bis der Krieg da ist. Gut, 10 Runden ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Ja, und natürlich wegen den Barbaren brauchen wir auf jeden Fall Krieger en masse. Je mehr, desto besser. Wir haben Kuala Lumpur entdeckt und das freut uns. Leider sind wir hier angreifbar. Machen sie es auch? Ich glaube nicht. Warum? Oh, eine Ruine. Jetzt noch? Sehr schön. Ja, sieht doch soweit so gut aus. Ja, dann geh lieber hier um Osaka südlich drumherum. Haha, weggeschnappt. Und ein Naturwunder gefunden und eine grob gezeichnete Karte der Umgebung. Aha. Viel Platz hier. Aber unser großes Problem ist tatsächlich Japan. Da werden wir relativ schnell früh angreifen. Denn wir haben die Einheiten dazu. Hier oben ist niemand mehr sonst, oder? Gehen wir mal hier. Da drüben ist mir das allerdings relativ egal, was da noch ist. Die Hauptstadt müsste dann hier unten sein. Wir entscheiden uns für die Keramik, die zum Kalender führt. Was wiederum dazu führt, dass wir Zucker bekommen. Washington haben wir gerade entdeckt. Also er hat uns entdeckt, besser gesagt. Wir können hier angreifen und haben es nicht getan. Warum eigentlich nicht? Auf den Hügel mit dir, damit du ganz flott dort helfen kannst. Jetzt ist die Frage, sollen wir den Bauarbeiter hier mit triggern? Lieber nicht. Können wir das speichern? Müssen wir das jetzt einführen? Nein. Dann warte ich nämlich bis... Wobei, wir können auch die Republik. Das bringt plus 1 Produktion in jeder Stadt und plus 5% Produktion bei Gebäuden. Und das bedeutet nämlich, dass wir die Stadtmauern oder Pyramiden, ist jetzt nicht so prickelnd, 3 Bürger, 15 Runden. Ich würde sagen, dann gehen wir auf den, ja, dann holen wir uns nächste Runde den Bauarbeiter. Der soll hier ein bisschen Produktion triggern und dann machen wir ab der nächsten Runde einen Siedler. Klar, diese eine Runde bauen wir noch einen Krieger, der jetzt in Kombination mit diesem Krieger hier für Ruhe sorgt. Leider kann er nicht gleich angreifen, aber das müssten wir hinbekommen. Okay, wunderbar. Dann nimmst du den Siedler und gehst in den Produktionsfokus. Dauert trotzdem 15 Runden, aber sobald unser Bauarbeiter draußen ist, geht das rucki-zucki. Das machen wir jetzt. Staatsbürgerschaft. Sehr gut. Und dann entscheiden wir uns natürlich für das Marmor. Das bringt Produktion und ein Luxusgut. So, mit diesen beiden Kriegern werden wir jetzt uns aufmachen, dieses Barbarenlager dort oben zu entfernen von der Welt, vom Antlitz der Erdoberfläche. Keramik, wunderbar. Und da hätten wir gerne den Kalender. In den Wald und aufs Gebirge. Dort bist du aber noch nicht. Erst nächste Runde. Wenn du dann von beiden angegriffen wirst. Nee, doch nicht. Sehr gut. Tue nichts, tue nichts. Haha! Noch eine Ruine entdeckt, ohne dass sie jemand vor uns entdeckt hätte. Tja, würden die hier nicht sich so mit den Barbaren aufhalten? Ne? Jetzt haben wir leider nicht den Bonus gegen Barbar. Wir greifen trotzdem an. Wir sind zu zweit, sie sind alleine, wir sind Menschen, sie sind Computer. Haben wir überhaupt die Hälfte? Einheit rüstet sich mit fortschrittlichen Waffen aus. Sehr gut. Uiuiuiuiuiuiuiui.
Okay, wir hauen hier trotzdem weiter drauf. Nächste Runde können nicht mal einer von beiden angreifen. Aha, dann nehmen wir doch den Bonus hier und... Oh, gewinnen trotzdem nicht. Okay. Uiuiuiui, hier geht's aber gar nicht gut. Junge, da musste mal ein bisschen hier in die Regeneration gehen. Aber wir werden auch nicht angegriffen, von daher passt das schon. Ich würde sagen, hau ab, sonst bist du tot. Dann bekommst du auch den Bonus und nimmst das Barbarenlager ein, auch wenn du stirbst. Aber besser das Barbarenlager eingenommen. Vielleicht schon bei Jerusalem eingeschleimt. Wir haben Jerusalem kennengelernt, aber leider hat es nichts gebracht. Ja. Denn wenn das Barbarenlager dort oben noch länger da ist, dann kommen ja noch mehr Barbaren und wir können hier nicht in aller Ruhe unser Zeug bauen. Bevor wir Plantagen bauen können, dauert es noch 4 Runden. Das bedeutet, in der Zeit wirst du hier die Steinwerke bauen. Dich haben wir verloren, das war eingeplant, aber tapfer warst du. Danke für deine Dienste am hunnischen Volke. Für das hunnische Volk, oder? Naja. Uiuiui, da hat aber jemand nicht aufgepasst und seinen Bauarbeiter verloren. Mhm. Ja, nur noch 6 Runden und dann haben wir die auch platt gemacht. Wobei, wenn sie jede Runde dann nochmal 10 heilen, dann sind es nur 12 Runden. Ja, doch, kommt ungefähr hin. Hm. Ich glaube nicht, dass wir das so durchziehen. Der Siedler dauert noch 6 Runden und bekommt dann natürlich... Ach, lass doch hier jetzt mal die blöd rumstehen. Wir beenden unsere Runde jetzt in Venedigs Stadtgrenzen. Aber da müssen sie jetzt durch. Gefällt es genauso wenig, aber sie sind nicht mal böse. Das passt doch. Dann nehmen wir die Bronzeverarbeitung. Nee, wir nehmen... Das Rad, denn mit dem Rad können wir berittene Bogenschütze bauen. Und die berittenen Bogenschützen will ich erst haben, bevor wir die Rampe haben. Wir werden, das sind wir, ja. Unwegsames Gelände und weg mit dir. Sehr gut. Den nächsten Stadtstaat entdecken, bitte. Jep. Hongkong. Hat jede Menge Luxusgüter. Gut zu wissen. Leider können wir da nichts machen. Wir haben 396 Gold. Was machen wir damit? Wir kaufen uns demnächst Militäreinheiten. Die werden wir nämlich brauchen. Erfahrungsgemäß. Eieiei, immer noch mehr Barbaren. Neue Politik, da würde ich dann doch zur Ehre tendieren. Ja, nehmen wir lieber gleich die Ehre. Später kommen wir nicht mehr dazu. Um die ganzen Boni zu bekommen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Steinwerke zu bauen. Und die bringen Zufriedenheit und Produktion. Und dann eigentlich, also eine Produktion für die Steinwerke und plus 2 für Marmor und Steinbruch. Das machen wir auf jeden Fall. Das ist ein riesen Produktionsbonus. Den nehmen wir mit. Jetzt ist die Frage, hier unten wird mir angeboten. Das gefällt mir auch. Ach ja, genau. Da war, was war das mit Weiden? Haben wir schon... Die Tierzucht haben wir schon entdeckt. Wir haben aber leider keine Pferde. Wir brauchen aber auch keine Pferde. Was wir brauchen, sind, ja, 4 Rinder. Das heißt plus 1 Nahrung, aber durch unsere Spezialfähigkeit nochmal plus 1 Produktion. Und Salz bringt Zufriedenheit. Jetzt hoffen wir, dass hier unten keine Barbaren auftauchen in den nächsten 1-2 Runden. Sieht nicht so aus. Wunderbar. Hier sind wir wahrscheinlich tot. Jep, aber ich habe hier genügend entdeckt. Das passt. Jetzt sagt er hier oder hier. Ich würde dann doch hier vorschlagen. Dann müssen wir trotzdem über den Fluss. Naja, egal. Sind das eins? Ja, immer 2 Runden, bis wir dort sind. Wenn nicht sogar mehr, weil... Nee, 2 Runden hin und... 3 Runden zurück. Okay. Monument. Nächste Runde. Jetzt könnten wir eigentlich noch einen Bauarbeiter gebrauchen. Das machen wir auch. Kauf Bautrupp statt dem Militär. Denn es sieht so aus, als ob hier alles locker, flockig, cooli, kuschelig zuginge. Und wenn wir das... Ja doch, ich vertraue den Japanern jetzt einfach mal, dass sie irgendwie... Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit was anderem beschäftigt werden, außer mit Kriegsvorbereitungen gegen uns zu treffen. Hm.
Und wir haben nur einen Krieger, das heißt, wenn sie jetzt angreifen würden, wären wir tot. Aber wir machen ja ein bisschen riskant. Zwei Wale, sehr gut. Sobald wir die zweiten Zuckerressourcen haben oder sogar auch schon die Salzressourcen, verkaufen wir die wieder und kaufen uns dafür Militär. Wir haben das Rad beendet und können demnach berittene Bogenschützen bauen. Und er denkt, es ist die Bronzeverarbeitung für den Rambok. Der Rambok ersetzt den Speerkämpfer. Und hier sind auch schon die ersten brennenden Bogenschützen in Produktion. So, dann würde ich doch vorschlagen, die Straße bauen, jetzt sowas auch können. Und du bekommst plus zwei Produktionen für das Vieh. Das ist sehr schön. Da überlegen wir uns, ob wir dann nicht auch demnächst hier oben das Feld kaufen für unsere Hauptstadt namens Attila Hof. Und da ist auch schon der Krieg. Das ging doch schneller als erwartet. Wir haben noch nichts fertig. Deswegen gehen wir tatsächlich hier hoch. Wir kaufen uns hier unten diese Runde. Wir verkaufen jetzt alles, was wir haben. Luxusgüter 2. Ach, du hast gar nicht so viel Geld. Washington, da machen wir 234, habe ich gesehen, dass er an Bargeld hat. Und an Dido verkaufen wir auch unser Salz, denn das ist wahrscheinlich gleich weg, wenn das geplündert wird. 113 und wie viel Gold pro Runde? Mit 3, 4? Ja, machen wir 3, das wir bescheißen sie jetzt eh mehr oder weniger. Okay, dann kaufen wir hier Rukizuki einen berittenen Bogenschützen, hat Fernkampfstärke 10. Das ist das Beste, was wir machen können momentan. Dann machen wir das auch. Hier greifen wir an. Dann dich hier rauszuholen wäre Nonsens, denn damit bist du im Sumpf. Es gibt kein Fell, auf dem ich dich gerne gesehen hätte. Aber so wie es aussieht, greifen sie ja erstmal Shimonoseki an. Das hört sich sehr japanisch an. Das scheint mir gerade so, als ob sie tatsächlich die Namen von den Japanern übernehmen. Hier oben kannst du in aller Ruhe deiner Arbeit nachgehen und ein bisschen was bauen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Einheiten. Mhm. Sehr interessant. Ich glaube, das Spiel ist verloren. ich komme hier auch nicht rüber. In den Sumpf will ich nicht. Können wir nochmal... hier oben gleich den berittenen Bogenschützen fertig. Das wird mir gut reinlaufen. Ah ja, sehr schön. Sie greifen die Einheit an, über dem Fluss, im Wald. Das gefällt mir. Ja, das gefällt mir sehr gut. Das Geräusch ist ein bisschen, dass wir nicht die Ehre genommen haben, sondern die Unabhängigkeit, aber ja. Die Stadt müsste auf jeden Fall noch eine Runde von solch einem Angriff überleben. Wir kümmern uns alle gemeinsam um ein und dieselbe Einheit, in der Hoffnung, dass wir eine umbringen können. Das sieht doch vielversprechend aus. Das bedeutet auch, dass du ihn hier noch angreifen kannst. Du auch, denn er steht im Sumpf und schon haben wir in einer Runde jede Menge Einheiten des Gegners erledigt. Hahaha. Jetzt stehen wir aber selbst im Sumpf, aber sind vom Fluss geschützt. Das passt doch. Barbarenlager, ja. Forschung, da nehmen wir irgendwas mit Militär. Das Bauwesen führt zum Kompositbogenschützen. Das passt. Dann hätte ich gerne noch einen berittenen Bogenschützen. Die scheinen ja ganz gut zu funktionieren. In einer Runde können wir uns noch einen Krieger kaufen. Allerdings müssen wir dafür Einheiten rausholen aus den Städten. Du kümmerst dich noch um plus zwei Produktionen. Sehr schön. Ja, das müssen wir auf jeden Fall überleben. Und dann stehen wir relativ gut da. Okay, Nahkampfeinheiten. Den Krieger kriegen wir platt gemacht auf jeden Fall. Den hier vielleicht sogar auch. Ja, das sieht doch vielversprechend aus.
Mit dir habe ich Folgendes vor. Du bist im Dschungel zwar geschützt, aber gegen Nahkampfeinheiten ziehst du trotzdem kürzeren. Oh, 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 da hätte aber mehr draus werden können. Warum haben wir mehr verloren als er? Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. nächste Runde. Jetzt sind wir von den beiden angreifbar, aber der kümmert sich um ihn, okay. Wir haben genügend Gold, um den Krieger zu kaufen. Uiuiui, jetzt wird es aber knapp hier unten, sag mal. Sehr knapp sogar. Wie machen wir das? Und du greifst auch nochmal ihn an. Dann haben sie nur noch Kompositbogenschützen, bis auf diesen Krieger. Bis auf diesen Krieger. Den bekommen wir aber so schnell nicht geknackt. Ich glaube, wir haben ein Problem. Wir greifen ihn an. Was soll man denn sonst machen? Denn... ja, aber ich glaube, das war's. Wir hätten Stadtmauern. Nee, jetzt wird er von den beiden Fernkampfeinheiten angegriffen. Komm du mal aus der Stadt raus, falls sie die Stadt einnehmen, will ich dich wenigstens behalten haben. Ah, nee, nee, nee. Minus 25. Das läuft, wird nicht gut. Shimonoseki ist verloren, aber für immer. Ich glaube, wir haben leider unsere unseren berittenen Bogenschützen in der Stadt auch halt verloren. Nee, ich sehe da keine Möglichkeit irgendwie auf offenem Gelände. Das passt ja. Shimonoseki zurückzuerobern, außer jetzt... na, vor allem... was, wieso können sie jetzt schon angreifen? Warum sind die Bürger von Shimonoseki so froh darum, dass wir sie befreit wurden? Ja, dann kriege ich das auch weg. Nee, das haben wir verloren. Also, es ist ja nicht mal schlimm, dass wir jetzt eine Stadt verloren haben, sondern... all die Arbeit, die jetzt da reingeflossen ist, also die, was weiß ich, 10, 11, 12 Runden, die wir an Siedler ausgebildet haben und eben keine anderen wichtigen Sachen. Außerdem haben die Gegner schon wieder 4 Städte, naja. Nun gut, ein Versuch war es wert. Wir haben mit Attila es nicht mehr geschafft, bis zum Rambok zu kommen. Schade. Also ich glaube wirklich, dass die Gründung einer zweiten Stadt den Krieg sofort triggert. Ein, Zuschauer hat ja gemeint, The Colonel LP, genau, ob ich nicht mal irgendwie mehrere Städte gründen sollte, um aus denen dann wie am Fließband Militäreinheiten rauszupushen, 4, 5 Städte. Aber wir haben ja hier gesehen und auch im letzten Let's Play mit China, dass sobald eine neue Stadt gegründet wird, der nächste Gegner sofort anfängt, Krieg zu erklären. Das bedeutet, die einzige Möglichkeit, die wir hätten, wäre eine Stadt zu gründen, die wirklich riesig zu machen, also praktisch eine One-City-Challenge, die auch zu verteidigen mit Mann und Maus und irgendwie versuchen, über Geld einen Diplomatiesieg zu erlangen. Das könnten wir beim nächsten Mal tatsächlich probieren. Ja, weil hier sehe ich auch keine Möglichkeit, also gut, wir können es probieren. Wir können Attilas Hof gründen, bauen. Aber selbst dann kommt halt Japan wieder mit 8, 9 Einheiten. Und wenn wir erst uns entwickeln, haben wir nicht die nötigen Einheiten. Wobei wir hier mit dem Fluss doch eigentlich ganz gut dastehen. Wir probieren es noch einmal. Entweder klappt es oder es klappt nicht. Und danach würde ich sagen, probieren wir es nochmal mit einer One-City-Challenge, mehr oder weniger. Und danach gehen wir wieder zurück auf Unsterblicher oder Kaiser, denn... ich wollte es nur mal gezeigt haben, weil ihr ja immer danach verlangt habt, Gottheit zu spielen. Und ihr seht, ich bin leider kein Gott, von daher immer noch euer Egonson. Und ich freue mich darauf, euch morgen wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, ciao.